Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus Hunsberg und hier von der Seniorenresidenz Mumienruh. Wir sind nicht ganz alleine, das wusstet ihr schon lange. Nein, wir sind hier nicht alleine auf unserer Welt, auf Servar, unserer Welt. Denn auch der gute Zornan ist wieder im Lande und baut höchstwahrscheinlich hinten im Sumpf die Wohnung für einen blauen Schlumpf oder so. Ich habe hier schon mal mit dem Säulengang ein bisschen weitergemacht. Ihr seht schon, ich habe den hier mal so einen hochgesetzt. Es hat folgenden Grund. Ja, erstmal, dass wir hier vorne Blumenbeete anlegen können, ne? Vor allen Dingen. Das ist der Grund. Und guck mal, ich habe immer noch die Schaufel in der Hand. Die wollte ich doch eigentlich dem... hier können wir dann so Blumenbeete anlegen, dachte ich mir. Und da können dann Pflanzen drauf. Werden die jetzt eigentlich, wenn ich die so mache, wächst da das Gras dann auch drauf? Müssen wir mal gucken. Hier sind dann so kleine Blumenbeete, etwas so ein höher gelegt sind die. Weiß ich noch nicht so richtig, ob mir das gefällt. Ich wollte das hier auch so weitermachen. Aber es gibt noch ein bisschen Neuigkeiten gleich auch noch zur Wahl. Und es ist viel los momentan. Das habt ihr ja bestimmt schon mitgekriegt. Hier in Hunsegrab. Okay, bis hier. Hier kommt noch ein Blumenbeet dran. Hier können wir leider dann keine Mauer mehr hintersetzen. Es wurde geschrieben, macht doch hier eine schwarze Mauer hin. Aber der Nachteil wäre, dass dann hier... das total dunkel werden würde, wenn hier eine schwarze Mauer wäre. Und dann noch die Zahl davor, das wäre einfach viel zu eng. Hier kommen dann auch wieder Blumenbeete hin, ja. Hier müssen wir wahrscheinlich dann noch ein bisschen anpassen von der Höhe. Und hier in der Mitte könnten wir so einen kleinen See reinmachen oder sowas ähnliches. Was haltet ihr davon? Wisst ihr, so einen kleinen Tümpel, so einen künstlichen See, vielleicht mit so einem kleinen Brunnen noch. Denke ich mal, das wäre doch vielleicht ganz nett, wenn man das so machen würde. So... Könnte das auch so gestalten, ne? So, und dann hier so ein kleiner See rein. Mit Seerosen natürlich auch. Ein kleiner künstlicher Tümpel, damit hier dann noch ordentlich Stechmücken sind im Sommer und die alten Leute ordentlich gestochen werden von die Stechmücken. Nein, natürlich nicht. Okay, Freunde, also hier noch Blumenbeete hin. Ich glaube, doch, die wachsen wieder zu. Das sieht dann noch schicker aus, wenn die zuwachsen. Also die Erde wächst dann hoch. Das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Dann machen wir das doch hier auch. Und dann kann erstmal Erde wachsen. Und dann gehen wir mal zu Flora und pflanzen dann da schöne Blumen an. Damit die alten Leute, wenn die hier lang gehen, also die Senioren, Alten, man sagt ja nicht alten Leute. Könnt ihr nicht machen. Damit die was haben, um sich zu erfreuen. Und hier könnte man theoretisch statt Stein, könnte man hier auch Erde reinlegen. Müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Hier auf jeden Fall einen kleinen Brunnen rein. Und dann ist hier immer frische Luft. Das ist ja so eine emeraldische Errungenschaft. Mit diesen Säulengängen. Das macht man in Emeraldien. Das ist ja Wüstengegend, das wisst ihr ja, wenn ihr dieses Let's Play schon länger verfolgt. Das macht man in Emeraldien immer sehr gerne, dass man da nämlich... Oh, Moment, wir müssen hier noch Stufen hin machen. Dass man da so Säulengänge anlegt und in die Mitte einfach einen Brunnen reinsetzt, weil durch die durch das Wasser, durch das Fließende, gibt es immer so eine leichte Luftzirkulation. Und dadurch entsteht da, ja, frische Luft im Grunde. Es entsteht frische Luft. Und die Schaufel müssen wir echt mal hier für den Tomcat hinlegen. Der baut ja momentan ganz fleißig. Und Tomcat, ja, ich habe dein Pavillon gesehen. Er wird jetzt wissen, was ich meine. Nur momentan ist es halt so, dass ich sehr, sehr wenig dazu komme, andere Videos zu schauen. Vom UFO-Mann, das hatte ich mir jetzt angeguckt. Am Wochenende natürlich. Klar, UFO, sein Wochenendvideo ist immer wichtig vom Zwergenkönig. Und auch andere. Aber dann noch Kommentare schreiben und hier die Wahlaufgabe machen und so. Das ist gar nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Momentan bin ich da eher, muss ich zugeben, sehr inaktiv. Hier müssen wir das Ganze um die Ecke rumzirkeln. Das kriegen wir aber auch hin. So, jetzt gibt es aber leider erst nochmal ein paar negative Sachen. Wir haben einen schwarzen Mann bei uns. Schwarzer Mann! Ich mach dich fertig, schwarzer Mann. Aber hält dich die Tage. Tot ist er. Und 4 Enderperlen. Boah, genial. Wie kommt denn das am helllichten Tage? 4 Enderperlen. Ja, Freunde. Es gibt ein paar negative Sachen zu berichten. Das ist das negativ. Denn 2 Kandidaten haben ihre Wahlkandidatur zurückziehen müssen. Aus zeitlichen Gründen oder aus Gründen der schlechten Hardware, die sie ihr eigen nennen momentan leider. Und wie kennzeichnen wir das? Ich glaube, ich habe da schon eine Idee. Ich habe da so eine Idee. Haben wir nicht? Okay, da müssen wir ein bisschen Ton brennen. Brennen wir noch einfach ein bisschen Ton? Müssen wir sowieso noch. Wir haben ja hier noch 1, 2, 3, 4 mal Ton.
So und so. Okay, da geht uns langsam die Kohle zur Neige. Hier ist sie schon fast zur Neige gegangen. Aber wir haben noch ein bisschen. Und dann bauen wir einfach zwei Blumenkästen. Und zwar ist es einmal, ich muss mal auf meine Liste gucken, der Maximilian Amann, der muss wirklich aus zeitlichen Gründen zurücktreten von seiner Wahlkandidatur. Ich werde dich hier aber trotzdem noch stehen lassen. Aber als Symbol dafür, dass du raus bist aus der Nummer, kommt hier ein Kaktus drauf. Wir haben hier noch zwei kleine Kaktönen. Jetzt gehe ich mal hier hin und hole mir mal Material für Blumenpötte. Das sollte sogar schon reichen. Ja, Rest lassen wir einfach so vor sich hin brutzeln. Bis fertig. Bis fertig. 13. Unglückszahl. Ja, ist natürlich schade, dass du raus bist. Aber naja, nächstes Jahr gibt es eine neue Wahl und dann bist du vielleicht wieder dabei. Oder auch nicht. Mal sehen. Wie du Bock hast, ne? Aber jetzt bist du erstmal, hast du erstmal deine Wahlkandidatur zurückgezogen. Und damit kannst du jetzt auch in diesem Jahr nicht mehr kandidieren. Da muss ich leider dann so hart sein. Nicht, dass es da immer ein Hin und Her und Her und Hin gibt. Ja, ich bin dabei, ich bin nicht dabei, ich bin dabei, ich bin nicht dabei. Das wollen wir natürlich alle nicht, weil ich bin so schon durcheinander mit dem ganzen Kram hier. Und morgen kommt dann leider noch ein zweiter Kandidat dazu, der auch zurückgetreten ist. Wir müssen schnell pennen, denn wie schon gesagt, der Zordan ist auch hier dabei, auf der Welt. Zordan ist auf der Welt und wie es ihm gefällt, macht er sich die Welt. Nein, das ist was anderes, das ist völlig anders. Ja, schlafen jetzt wäre nicht schlecht. Schlafen wäre jetzt eine tolle Sache. Ja, wunderbar. Danke, lieber Zordan, für deine nächtliche Ruhe. So, okay, Freunde. Und auch Nicht-Freunde. Gibt's ja vielleicht auch. Die jetzt nicht unbedingt Freunde sind. Bei mir kann jeder machen, was er will. Aber wer ist noch zurückgetreten? Die, leider, die Eule zockt. Hat sich so viel Mühe gegeben bei den Wahlaufgaben. Und jetzt ist es aber leider ihr Rechner, ihr PC, ihr Laptop, was da nicht mitspielt bei der 1.8er-Version. Deshalb sagt sie, muss ich leider die Wahl zurückziehen. Damit haben wir zwei Kakteen für die Leute, die die Wahl zurückgezogen haben. Und der Rest ist noch dabei und baut ganz fleißig. Drei Segelschiffe sind tatsächlich bis Sonntag, sage ich mal, gleich am Sonntag schon eingegangen. Sonntag und Montag, ne? Jetzt ist ja schon Dienstag und morgen folgt der Mittwoch. So ist das. Und rum die Bumm ist die ganze Woche um. Was noch sehr wichtig ist, genau. Ich wollte ganz gerne hier, das müssen wir auch noch so angleichen, ne? Das müssen wir hier noch so angleichen, damit das so ist wie auf der anderen Seite. Machen wir das jetzt gleich? Ich glaube ja. Wartet mal. Das ist ja hier. Die obere Etage, also die Entscheidung ist ja gefallen, dass es da auf jeden Fall, haben wir noch schwarz, haben wir auch noch, ja, haben wir alles dabei. Blumenpötte brauchen wir erstmal nicht, die können wir aber gleich dann wieder gebrauchen. Denn wir wollen eine große Tafel machen, eine große Essenstafel. Essen ist ja für ältere Leute auch immer sehr wichtig. Ist auch für junge Leute sehr wichtig, Essen. Sonst wird man verhungern irgendwann. Das ist leider so, da hat Spawn auch keine Macht. Wenn man irgendwann nichts mehr isst, dann verhungert man und das geht ja gar nicht. Und auch wenn man alt ist, verhungert man immer sehr ungern. So, hier soll nämlich eine Küche hinkommen. Eine offene Küche, dachte ich mir. Die dann hier für den Essensbereich sozusagen die Speisen macht. Und ihr wisst ja, dass alte Leute immer gern zuschauen. Habt da vielleicht schon mal gesehen. So an Baustellen oder so. Da stehen dann immer so drei alte Opas. Und die gucken zu, wie die Bauarbeiter da irgendwie was bauen. Was ausheben oder so. Und sind dann auch immer so ein bisschen am Rumerzählen. Ja, da könnte ein Kabel liegen. Da musst du aufpassen, Junge. Und so, das ist, machen die gerne. Und genauso gerne werden sie höchstwahrscheinlich auch beim der Essenszubereitung dabei sein und einfach zugucken. Und dann sagt die Oma zum Beispiel, hier, da an die Kartoffeln musst du aber auch noch Salz dran machen, sonst schmecken die total dröge. Das machen sie gerne. Und wir wollen den älteren Herrschaften ja hier wirklich einen, ja, luxuriösen bis super luxuriösen Lebensabend ausbreiten. Damit die hier schön ihre Rente noch verbringen können. Und schaut mal, das sieht doch schon besser aus. So, und dann würde ich nämlich hier sagen, kommt die Küche hin. Eine große, offene Küche soll das werden. Wie machen wir das? Könnte natürlich hier von der Mitte einfach ausgehen. So. Moment, da muss die Fackel dann hier wahrscheinlich hier vorne erstmal dran als Platzhalter. Wie viel ziehen wir die raus? So eine offene Küche.
Auf jeden Fall hier und hier. Ja? Kommen dann so die zwei Essenszeilen hin. So. Also die zwei Auslagen sozusagen. Ja, das ist schon gar nicht schlecht. Man könnte das natürlich auch noch anders machen. Ich will das auch nicht zu groß haben. Wenn wir das hier nur drei machen. Drei. Und dann hier so. Ja, also drei und hier so. Dann könnten wir hier einen kleinen Durchgang hinmachen. So eine, wo man in die Küche auch rein kann. Das heißt, die sollen ja nicht drin rumlaufen. Die sollen ja eigentlich nur gucken, was die Küche da so schönes zubereiten. So, drei. Eins, zwei, drei. Und dann wären es hier nämlich auch drei. Und das ist total gut. Das geht sich nämlich dann aus, Freunde. So, genau. Und dann könnten wir doch sagen, machen wir hier außen jetzt... oh, wenn die Stimme versagt, weil der Hals blau ist, wie grau. Nicht vergessen. Nächstes noch sehr früh am Morgen, wo ich das Ganze jetzt hier aufnehme. Die immer alles sehr, wieder sehr spontan geregelt hier mit der Aufnahme. Nein. Eben nicht. Oh, jetzt habe ich da aber... Oh, 40 Stufen. Naja, wir brauchen noch ganz viele für oben. Wir werden auch noch Holz anpflanzen müssen. So, und jetzt könnten wir nämlich hier sagen... Prinzip-Pups-Werbung. Immer wieder gern genommen, oder? Könnten hier sagen, wir machen jetzt hier so, noch so eine Essens... Hier so eine Ausgabetafel hin. Ja. Na, dann hier das Gleiche. Und da... Oh Mist, da kämen dann, da würden dann die Speisen ausgegeben werden. Dafür brauche ich keine, Spitzhacke, dafür brauche ich eine Axt. So und so. Da können wir dann auch noch Teppiche drauflegen oder so. Und hier zwischen könnte doch dann immer ein Ofen. Ja, das ist schon gar nicht so schlecht. Weil die sollen ja hier nicht rein und rauslaufen. Also in die Küche rein und rauslaufen sollen sie nicht. Das mögen die Köche dann auch nicht so gerne. Und hier könnte doch jetzt immer so ein Ofen zwischen. Das heißt, die Öfen würden eigentlich hier vorne hinkommen. So, dass die alten Leute dann hier so vorne hingucken können und den Köchen beim Kochen zugucken können. Das wäre doch schon mal sehr gut. Und hier werden dann nämlich immer so Tafeln sozusagen, so kleine Tische, so, ne? Wo dann die Speisen kredenzt werden auch. So. Okay, dann sieht das jetzt so aus. Alles klar. Lassen wir erstmal so. Gefällt mir schon gar nicht mal so schlecht. Genau. Essensausgabe. Kann man hier überall ran. Hier vorne kämen jetzt die Öfen hin. Natürlich. Die müssen wir uns bauen. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Ich würde sagen, dann nehmen wir so drei Stück auch. Dann könnten hier vielleicht auch noch Öfen hin. Ja. Das wird. Es wird. So, passt mal auf. Wir brauchen Cobblestone. Davon haben wir noch ganz viel vom Powerplayer. Da. Cobblestone, den nehmen wir uns mal mit. Brauchen wir noch was? Ja, da hinten brennen noch die Öfen eigentlich. Sind die schon durch? Boah, die Katzen machen hier voll die Randale. Ich weiß gar nicht warum. Die müssten doch eigentlich zufrieden und glücklich sein. Die hatten gerade total leckeres Fressen. Also sind sie, ne? Dann erstmal rumrandalieren. Okay, ich habe jetzt mal ein bisschen Cobblestone mitgenommen. Wo ist denn meine Werkbank hier? Öfen. Da machen wir jetzt erstmal eine ganze Menge von. 8 Stück an der Zahl. Weil es wären ja auch wahrscheinlich 12 Bewohner. Und da muss ja dann jeder seinen eigenen Ofen haben. Ganz klarer Fall. Hier würde ich... Was? Was bist du denn? Nein, Essen. Heute ist keine Essensausgabe. Ah. Gibt's doch wohl nicht. Unglaublich. Die Typen. So, jetzt kommen hier Öfen rein. 1, 2, 3. Hier auch. 1, 2, 3. Und hier auch. Das sind 9, ich weiß. Ist einer zu wenig, ne? Einen Ofen zu wenig gemacht. Arg. So. Hier die Öfen hin. Genau, dann wird hier das hier drin zwar ziemlich klein und beengt, aber es geht noch, ne? Oder, nee, das ist gut so. Das ist ganz gut so. Gucken, wie wir das dann von oben gestalten. Denn es sollte, hier liegt schon eine Leber rum und ein paar Erfahrungspopel hat er hier schon verloren. Der war schon sehr krank. Also er war schon sehr krank, dieser Zombie-Naut. Wir könnten jetzt hier natürlich dann immer eine Kiste hinmachen. Weil sieht man das dann von vorne? Warte mal. Wenn wir jetzt hier überall eine Kiste hinmachen. Na, hier können wir es nicht machen. Aber hier und hier würde das natürlich gehen. So und so.
unsere Essensausgabe. Jetzt nochmal rausrennen. Wir müssen ja noch einen Ofen machen. Vielleicht können wir auch draußen einfach einen abreißen. Dann haben wir uns einen Ofen schon mal gespart. Ist hier einer fertig von euch? Ne, die sind alle noch in Gang. Na, bauen wir noch einen nachträglich. Vielleicht haben wir noch einen rumoxidieren. Ne, haben wir nicht. Nehmen wir nochmal Kobbel. Und dann bauen wir halt noch einen nachträglichen Ofen. So geht der. Da muss dann auch Kohle rein oder Holz. Apropos Holz, wir müssen noch Birken anpflanzen für die obere Etage. Ganz, ganz wichtig. Wo kommen die ganzen Monster her? Wir müssen jetzt unbedingt für Ausleuchtung sorgen hier. Für Erleuchtung. Weil das geht gar nicht hier. Schon wieder so ein Creeper-Typ. Gut, wir werden mit denen fertig. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass die irgendwann mal von hinten kommen und mich dann hier wegsprengen. Das geht nicht. Okay, der Ofen kommt noch hier rein. So. Der Ofen kommt noch hier rein. Und was ich noch geplant hatte, vielleicht mache ich das hier dann doch. Hier könnten dann so Kisten rein, ne? Das heißt, hier vorne könnte jetzt auch noch so ein Tresen im Grunde vor. Dann würde das ja auch passen. So. Könnte auch noch so ein Tresen vor. Ich überlege gerade, ob ich das mit Kisten mache oder dann doch anders. So. Und so. Und hier noch ein... ich muss das immer hin und her räumen. Tut mir leid, meine lieben tapferen Freunde, dass ich hier so hin und her räumerig bin. Und hier dann eine Kiste rein, wo das Essen dann drin ist. Und eigentlich müsste ja hier außen jetzt noch so ein... ja, so ein Rauchabzug hin für die Öfen, ne? Wie machen wir denn das? Wartet mal. Mal hier Stein nehmen. Ich will ja auch nicht, dass die Küche jetzt zu groß wird. So, wenn wir das jetzt hier so machen... und wird das gerade dunkel? Ja, so langsam, ne? So langsam wird es dunkel. Dann hätten wir hier. Ja. Und hier das gleiche natürlich. Das soll ja auch alles immer schön symmetrisch sein. So, okay. Und jetzt nach vorne raus. Müssten wir das Ganze ja dann, so gestalten, dass wir das hier rumziehen. So als Abgrenzung, einfach für die Küche. So und so. Und jetzt wird es echt dunkel, wir müssen uns hinlegen. Ja, die Folge ist eigentlich rum, aber die ist mir zu kurz. Ich mache noch ein bisschen länger. Überstunden, juhu. Überstunden, denn wir können es uns nicht leisten, hier so kurze Folgen zu produzieren. Da wird auch geschimpft aus der Community. Da wurde übrigens neulich geschrieben, deine Community ist eigentlich ziemlich inaktiv. Boah, da war ich ein bisschen erstaunt, weil das finde ich eigentlich gar nicht. Ihr seid eigentlich dafür, dass auch noch Wahlen nebenher sind, seid ihr total aktiv. Und ich war da eigentlich begeistert und habe das auch nicht ganz verstanden. Ich weiß nicht, ob derjenige mir jetzt schon eine Antwort darauf geschrieben hat, weil ich dann sehr erstaunt geschrieben habe. Wieso? Nein, eigentlich nicht. Ich finde, die sind alle total aktiv momentan. So, jetzt kommt hier nämlich Rauchabzug, beziehungsweise so eine kleine, aber feine Abdeckung noch hin. Jo, hier so um die Ecke gezirkelt. Und das sieht dann schon ein bisschen aus wie so eine Essensausgabe. So, zack. Reicht das mit den Stufen? Ich glaube ja. Seht ihr, man kann nie genug Stufen haben. Jo, und so. Dann hier in die Ecken machen wir dann auch noch was Schönes rein. Das sieht doch schon gar nicht mal so gut aus. So schlecht aus, meine ich natürlich. So, und innen drinnen würde ich das Ganze dann auch noch zumachen, damit der Qualm da abziehen kann. Da oben wäre dann so eine kleine Terrasse sogar. So würde einfach mitten im Raum so eine kleine Terrasse entstehen. Eigentlich auch sehr schön. Und hier könnte man noch Zaun hoch machen oder so. Da müssen wir mal gucken, wie wir das genau gestalten. Auf jeden Fall ist das schon eine sehr luxuriöse Küche hier, ne? Oder? Hier muss natürlich eine Wand wahrscheinlich rein. Zum vorderen Bereich. Ja, hier müssten wir eine Wand reinziehen. Und dann könnten wir die Wartungsgänge hier vom Fahrstuhl auch da rein verlegen, ne? Weil das nämlich hier zu hoch ziehen mit der Küche. Okay, wir haben hier unsere Öfen. Da müssen natürlich hier auf die Platten. Ah, da haben wir jetzt kein Cleanstone. Hier müssten so Platten drauf, so Schneidebretter, ne? Einfach für die Küche. Schneidebretter. Und wir müssen auf jeden Fall noch in dieser Folge schnell noch was anpflanzen. Moment. Habe ich Setzlinge, habe ich dabei. Okay. Dann gehen wir mal kurz hinten zum Mumiruhr raus, auf den Sonnenbalkon, wo dann auch noch was entstehen soll. Hier hinten soll ja der Sonnenbalkon hin. Und nach hier raus soll dann ein großer Garten hin. Hier soll so ein Quell hin, wo so ein kleines Flüsschen runterläuft. Aber wir können nach hier ganz hinten raus, könnten wir schon mal ein paar Bäume anpflanzen. Und schau mal, jetzt sind wir schon wieder in einer ganz anderen Gegend hier. Hier kommen dann so Bäume hin. So ein kleiner Mischwald wird hier angelegt. Wir werden dann gleich noch ein bisschen Holz mitnehmen. Brauchen wir nämlich unbedingt. Ich pflanze jetzt einfach mal hier so wild an.
Hier kommt ja irgendwann die Straße hin. Das heißt, diese ganzen Bäume müssen dann sowieso wieder weg. Ha, okay. Ich mache jetzt hier einfach mal ein bisschen Mischwald. Wird hier gesät. Und hier hinten sind wir auch schon fast wieder raus aus der ganzen Nummer. Und sind hier bei der Kaninchenfarm. Seht ihr? Und da können wir gleich Kaninchenbraten holen. Denn ihr wisst ja, Kaninchen haben ganz, ganz zartes Fleisch. Und können dann auch, sind dann auch sehr lecker für die alten Leute. Da oben ist ein Baum und den werde ich jetzt mal wegruppen. Den hier. Da machen wir uns Schneidebretter raus. Ich hoffe, das ist dir recht, lieber Baum, dass wir aus dir nur Schneidebretter machen. Na, also, für die Küche. So. Für die Küche, für die Küche. So, okay, Schneidebretter. Gut. Ich will ja immer nicht so weit vorproduzieren, das hatte ich euch ja gesagt. Ich habe auch bald dann Urlaub. Ist nicht mehr lange hin. Freue ich mich schon sehr drauf, denn dann können wir... Wie viel brauchen wir davon? Keine Ahnung, hier. 8? 9. Machen wir 9. 9 Schneidebretter für die Küche. Für die Küche, für die Küche. So, da können die nämlich dann hier... Können sie schön ihre, Sachen zuschneiden. So, genau. Und dann brauchen sie auch noch Schränke, ne? Natürlich. Die brauchen auch noch Schränke. Okay, dann müssen wir das wahrscheinlich wirklich hier so abgrenzen. Passt mal auf. Hier ist der Wartungsgang für die... Wartungsarbeiter. Und dann müssten hier wahrscheinlich noch so Schränke rein. Für die Zutatenschränke, ne? Das heißt, wir würden hier ein Bücherregal langsetzen. Genau. Und hier kämen Schränke rein. Das würde also hier abgegrenzt werden. Hier können sie ja hier vorne rein, ne? Die Mitarbeiter. Und da müssen sie dann durch die Küche. Ja, das ist ein bisschen frickelig. Aber hier können jetzt tatsächlich Truhen rein. Für die Küche. Truhen. Klack, klack. Was ist das für panische Musik? Wahrscheinlich sagt es mir, Opa, die Folge ist schon lange zu Ende. Oder sowas in der Art. Da kriegen wir nicht viele Truhen raus. Da kriegen wir nicht mal eine Truhe raus. Okay, ich gucke nochmal, ob wir Holz haben. Und dann gehen wir in der nächsten Folge dann zu Flora, holen ein paar Blumen und dann machen wir es schick hier bei den Mumien in Ruhe. Wir haben hier noch... Ja, wir haben hier noch ein bisschen Holz. Ich würde aber sagen, wir holen da noch was. Wir holen da was in der nächsten Folge und dann machen wir weiter bei der Küche und die Küche in der Mumienruhe. Das nehme ich dann aber erst morgen auf. Genau, so machen wir es, damit ihr da genug Zeit habt. Hier können wir auch noch so einen kleinen Tisch rumziehen mit Essen drauf und so. Genau. Ist schon auch schick, finde ich. Okay, könnt ihr mal eure Meinung zu schreiben. Hier die Küche mit der Küche. Und so wird die Folge auch heißen. Die Küche für die Küche. Und ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß hier in der Mumienruhe mit mir, mit dem Opa Zeron. Und sage, liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedergesehen. Das war jetzt ganz schön euphorisch, ne? Also es war so wie so ein Rummelplatzschreier. Auf Wiedergesehen und spielt tapfer weiter Minecraft. In die Küche, mit der Küche. So kann man das nicht machen. Also meine lieben tapferen Freunde, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedergesehen.